So, jetzt letzte allgemeine Folie. Web 2.0 Community. Man muss ja kurz vielleicht doch sagen, was ist jetzt eigentlich Web 2.0? Jetzt habe ich Ihnen gesagt, man hat einen Kryptonite, das Schloss verbreitet sich relativ schnell. Es gibt jetzt sogenannte Enabling Technologies. Und da sind diese ganz tollen Begriffe. Und wenn Sie Leute fragen, und das war auf dem IER Web 2.0-Gipfel noch, was ist denn die Killer-Applikation im Web 2.0, dann sagen alle eigentlich, es ist Ajax. Ja? Asynchrones JavaScript-Protokoll, wollen jetzt gar nicht technisch werden, mal auf den Punkt gebracht. Das ist eine Technologie, die Webseiten schneller macht, ja? Die Convenience erhöht, die Usability erhöht. Aber nur weil ich jetzt neue Technologien habe und neu in Anführungsstrichen, wenn Sie mit Technikern reden, die sagen Ihnen, Ajax von der Idee gab es schon vor 6, 7 Jahren, aber es ist heute eben, sage ich mal, eine neuere Ausprägung, dann gibt es eben Mashups und ich möchte das gar nicht im Detail klären. Was ich sage ist, natürlich sind diese Technologien wichtiger, weil es Communities leichter bedienbar macht, die Convenience, die Usability wird leichter. Ich glaube aber nicht, dass alleine Technologien, Web 2.0-Technologien, erst Communities ermöglichen, sondern es ist noch ein anderer Faktor. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Muss man auch gar nicht im Detail eingehen. Was ich nur sagen möchte, es gibt einmal Kerntechnologien. Viel spannender ist jetzt aber zu sagen, dass diese Kerntechnologien neue Applikationen ermöglichen, wie das Tagging, Blog, Wikis. Und noch spannender ist eigentlich, wie kann ich die jetzt in neue Interaktionsformen einbinden? Und da komme ich auf das Thema Community 2.0, was ich gleich adressieren werde, auf das Thema kollektive Intelligenz, Crowdsourcing. Aber das Ganze funktioniert nicht, weil ich neue Technologien habe, sondern weil ich auch ein anderes Verständnis der Kommunikation habe. Aber die Frage, ist das so neu? Dieser Selbstdarstellungsdrang, das Mitmach-Web, ich will präsent sein. Andy Warhol hat mal gesagt, in the future everybody will be famous for 15 minutes. Das hat er 1968 gesagt. Maslow, Bedürfnispyramide, kennen Sie sicherlich alle. Erstmal Existenzsicherung und dann die Selbstdarstellung. Das sind doch uralte Prinzipien, sich selbst darzustellen. In der Community als Experte zu gelten. Nichts Neues. Aber, und ich glaube, jetzt ergänzen die sich gegenseitig, ich habe mehr kritische Masse. Im Zeitkosmos ganz offen, 350.000 User waren es, aber das war eine sehr spezifische Gruppe. Heute habe ich eher den Mainstream. Und jeder, der in die Community geht, erzeugt ja einen positiven Effekt, weil er die kritische Masse erhöht und damit wird es interessanter. Das heißt, ich glaube, es gibt nicht eine Killer-Applikation, warum Communities 2.0 sind. Es sind verschiedene Sachen. Wir haben heute eine höhere Durchdringung im Internet. Wir haben höhere Bandbreiten. Es ist leichter zu bedienen, das Internet. Plus, wir haben es jetzt leichter, uns selbst darzustellen. Und das bedingt sich gegeneinander und schaukelt sich, wenn Sie so wollen, ein bisschen hoch. Ich meine, Deutschland sucht den Superstar. Ich meine, würde das funktionieren vor 10 Leuten? Nein. Ich brauche ein Forum, wo ich mich präsentiere, wo ich mich mit der Öffentlichkeit zeige. Und ich glaube, Communities befriedigen dieses vorhandene Bedürfnis. Das heißt, das Bedürfnis ist nicht neu, es ist originär. Aber Web 2.0 macht es leichter, diesem Bedürfnis nachzugehen.